Jo Leute, was geht? Chris Kraus ist mal am Fahrrad. Und heute kommen wir zu einer neuen Böller-Tour. Ich zeige euch erstmal die Produkte. Also wir haben jetzt hier einmal das Scream Wasp, habe ich auch noch nicht getestet. Also hier die Moskitos von Scream, aka Classic. Da haben wir einen Condor in Brokat. Sehr, sehr schöne Teile, wirklich. Wir haben hier sehr viel, sehr gutes Zeug dabei. Dann haben wir hier Yellow Mouse aus diesem Goliath-Sortiment. Dann haben wir hier die Pirate Böller. Also das China-Böller von Jorge. Habe ich auch noch nicht getestet, in F2. Also halt, ja, polnische China-Böller. Mal gucken, ob die irgendwie sich unterscheiden von den deutschen. Also ich kann schon mal sagen hier, die hier sind auf jeden Fall hart. Die hier sind weniger hart. Aber die hier sind steinhart. Dann habe ich hier noch im Vergleich, ja okay, bisschen unfair, habe ich hier noch einen richtig geilen Funkeböller. Ich habe sie dieses Jahr auch endlich mal gehabt. Funkeböller sind wirklich... Also ich habe sie unterschätzt. Ich dachte, das ist einfach ein ganz normaler China-Böller, aber er ist wirklich ordentlich laut. Dann haben wir hier die Storm, auch sehr, sehr coole Teile. Dann haben wir hier die Dum-Bum-Balls, ja, einfach Big Balls von Classic. Dann haben wir hier die Crazy Robots, neue Böller. Dann haben wir hier aus dem Goliath-Sortiment eine Rakete mit der gelben Kappe, ist nur eine in der Verpackung. Hat 16 Gramm, also ich denke mal, die scheppert auf jeden Fall ordentlich rein. Dann haben wir hier etwas, wo wir auch anfangen werden. Eine Aluminium-Magnesium-Fackel. Das glaube ich, Aluminium. Es ist auf jeden Fall aus Aluminium. Wirklich letztes Mal, als ich Zink hatte, dieses Teil da oben, das ist einfach alles geschmolzen. Das war richtig heftig. Richtig hell auch, also richtig krank. Dann haben wir hier die Vampir... wie heißen sie? Vögel, was auch immer. Mit Crackling-Aufstieg. Dann haben wir hier die Scream King. Habe ich auch noch nie gehabt. Und zum absoluten Finale ein Brecher, wo ich sehr gespannt bin. Ein Jorge Multicolor Vulkan mit 700 Gramm Netto-Explosivmasse. Also wirklich, das wird krass. Und ja, falls ihr davon was kaufen wollt, bei ultrafactories.net, ultrafactory.net, Links in der Beschreibung, könnt ihr mit dem Code Kraus10 10% auf einen Einkauf sparen. So, los geht's. So, fangen wir mal mit diesem Flair. Boah. Das ist hell. Man kann fast hier reingucken. Boah. Fokus. Boah. Das ist ein... Der Dampflocker. Das sah doch richtig Wärme aus. Guck mal, das Eisen, das glüht hier aber richtig. Machen wir weiter mit dem Condor. Hab nur noch einen einzigen von diesen Vögeln. Kosten, glaube ich, 6 Stück 10 Euro. Ich hoffe, ich schaffe es zu fokussieren. Boah. Boah. Der war geil. Machen wir weiter mit den Moskitos von Scream Classic. Ohne der Wiese würde ich abheben. Shit. Jetzt noch zweimal auf Schlag. Abstand. Hohoho. Leute, so, jetzt machen wir weiter mit diesen Jorge China Böllern. Also wirklich, die sind stark. Junge, aber schnipsen auf jeden Fall ordentlich. Nochmal, jetzt machen wir es noch. Ein paar auf einmal.
So, weiter geht's. So, weiter geht's mit den Storm. Hatte ich diese auch das erste Mal. Sind sehr geil. Hohoho, die sind krass. So, jetzt machen wir weiter mit den Vampiren. Gucken, wo die Zündschnur ist. Okay, sehr geil, kann man nicht erkennen. So, erstmal ein und dann zwei Aufschlag. Sehr süß. So. So, und jetzt auf einmal. Wow, wow, wow. Kaufempfehlung geht auf jeden Fall raus. So, jetzt ein Dumbum Big Ball. Sind lila, auf der Kamera sieht es ein bisschen blau aus. Ja, was ich mal sagen muss, die sind irgendwie offen. Also, ja, mal gucken. Vielleicht scheppern die ja krass. Okay, Zündschnur ist wie bei allen Big Balls selbe. Also, auf jeden Fall, sie brennen schneller ab wie die anderen. Und sind auch ein bisschen heftiger. Aber haben halt nicht so eine Ausbreitung. So, und jetzt zum vorerst, jetzt gibt es auf jeden Fall was Heftiges, denke ich. Die Scream Single Shots, Scream Maxi. Ja. Oh, Kacke. Ohne Zerleger, bisschen schade. So, weiter geht's. Oh, neue Location. Also ich sag's euch so, wie es ist, also so videoschneidemäßig sind meine Videos halt wirklich noch nicht so die aufwendigsten. Aber was sie halt einfach anstrengend macht, oder was heißt anstrengend? So, ich mach's ja gerne für euch, aber so dieses nachts um drei gefühlt aufstehen, zur Arsch der Heide fahren und Sachen anzünden, zu filmen. Leute, ich sag's euch, manchmal ist es echt wow. So, machen wir weiter. Vielleicht auch mitbekommen ist dieses Video. Ich habe vielleicht versucht, eher so die Leuchtartikel zu nehmen, dass für mich auch ein bisschen weniger stressig ist, weil es halt einfach auch so ist, ihr kennt es, wenn ihr, sagen wir, vielleicht irgendwo lebt, wo sich Leute auch gerne mal aufregen wegen sowas, dann kann es auch schwierig sein. Und selbst wenn man jetzt zum Beispiel in Polen oder in der Tschechei aufnimmt, ist es halt dort immer noch so, dass es ist zwar auf dem Papier erlaubt, aber die Leute dort mögen es halt auch irgendwie gar nicht. Und sagen wir wirklich, die einzigen Tagen, wo man das einigermaßen ja entspannt machen kann, ist natürlich einmal Silvester und vielleicht der 1. August in der Schweiz. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht fahre ich dieses Jahr hin und nehme für euch ein paar Videos auf. Ja. Auf jeden Fall habe ich noch ein römisches Licht. Aus dieser Raketenpack Goliath. Wow. Fokussiert leider nicht so gut. Jetzt hat. Wow. So, 5 Schuss. Also, starker Abschluss auf jeden Fall. Also, wenn man es vergleicht mit diesen Dingern aus dem Final Fantasy, also als es natürlich noch gab, alte Zeiten, krass. Auf jeden Fall starker Abschuss. Man kennt es ja von Weko-Dingern manchmal, dass da so 3-4 Stück auf einmal so rausfurzen. Naja, so. Jetzt machen wir mal diese Maus, diese Yellow Maus. So, sieht diese Packung aus. Licht. Falsch rum. Yellow Maus. Packen wir es mal aus. Da drin sind halt Luftheiler. Machen wir 2 Stück. Los geht's. Ups. Hohoho. Ganz schön der Pfeifton. Jetzt schmeiße ich mal noch ein. Oder vielleicht wegfliegt. So, los geht's.
Also die sind wirklich nicht schlecht. Also nicht schlecht. Ich weiß nicht, gibt wenige Raketen, die so Luftfeuer drin sind. Also wo ich, die Dinger sind stark. Ich denke auf Funke-Level. So, jetzt machen wir einen von diesen No-Name Jorge B. Knallern. Naja, der war ungefähr so gut wie ein Deutscher halt. Also eigentlich relativ, wahrscheinlich so gut wie dasselbe. Und jetzt dazu im Vergleich ein Funke-Bebeler. Ich kann es leider nicht lesen, weil es so hell ist. Funke-Bebeler, der müsste deutlich lauter sein. Deutlich lauter. So, jetzt kommt diese Rakete mit der gelben Kappe. Krank. So, jetzt dieser Vulkan. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Also hoffen wir mal, dass er kein Cracking hat, aber ich glaube es. Oh mein Gott. Ja. Oh. Krank. So, das war's schon wieder. 12 Euro. Ich denke, er kann mit dem Vulkan aus dem Lidl mithalten, aber 700 Gramm, naja, also, okay.